Hallo Frank, Servus. Ach, hallo Alexander. Mensch, was machst denn du hier? Ach, schon eine Einladung von der Volksbank kriegt. Ah ja, schön, dass wir uns hier treffen. Hm. Ah, dich habe ich ja schon ewig lang nicht mehr gesehen, Mensch. Ewig lang, von wegen ewig lang. Auf jeden Fall nicht so lang, wie die Volksbank heute alt wird. Wie alt wird die nochmal? Ach, sag mal. 150 Jahre natürlich. Ist ganz schön alt, hä? Ach, 150 Jahre. Ja. Das ist ganz schön alt. Und das klingt da so ein bisschen verstaubt. Aber ich glaube, die Idee, die die Genossenschaftsgründer vor mehr als 160 Jahren gehabt haben, die sind heute noch genauso aktuell wie damals. Aha, aha. Na, du scheinst dich ja auszukennen. Dann erzähl uns doch mal, wie hat denn das damals alles angefangen? Ja, die erste Genossenschaft, die wurde vor mehr als 160 Jahren aufgrund der Hungersnöte der ländlichen Bevölkerung vom Friedrich Wilhelm Raiffeisen und vom Hermann Schulze Delitzsch als sogenannte Brotvereine gegründet. Was? Was als Brotvereine? Ja, Brotvereine, wo schon richtig gehört. Das ist ganz einfach. Die ländliche Bevölkerung hat extrem unter der Hungersnöte zu leiden gehabt. Mhm. Und so haben die Menschen das Saatgut, was fürs nächste Jahr vorgesehen wird, aufgebraucht. Okay. Und infolgedessen und aufgrund der Missernte wurde die Hungersnöte von Jahr zu Jahr größer. Und die Genossenschaftsgründer, die haben dann die Reiche dazu gebracht, einen Teil ihres Vermögens einzubringen. Und so konnte die Not etwas gelindert werden. Das ist ja interessant. Ja. Ja, sag mal, und wie hat das alles bei der Volksbank Neckartal angefangen? Ah, gucken wir doch einfach, wie das vor genau 150 Jahren, am 5. März 1865 in Eberbach so angefangen hat. Ne? Na, schauen wir mal. Ne? Anna, grüß dich. Was machst denn du da? Ja, Tag, Stefan. Du, ich häng doch noch ein paar Plakate auf für heute Mittag. Sag mal, hast du noch nicht gehört, dass da heute so ein Vorschussverein gegründet werden soll? Heute, am 5. März 1865, da oben im Ratssaal. Ja, ja, und ich hab sogar gehört, dass da heute gleich 56 Bürger beitreten wollen. Und sag mal, für was brauchen wir so einen Vorschussverein? Ja, du weißt doch selber, dass vor noch gar nicht allzu langer Zeit da bei uns in der Region so Hungeraufstände gegeben hat. Stimmt. Ich erinnere mich. Schon nicht einmal 15 Jahre her. Aber warum waren das eigentlich so? Die Arbeitslosigkeit steigt. Die Leute werden immer ärmer. Die Inflation nimmt zu. Ah ja, und dann haben wir doch ganz viel Missende gehabt. Jetzt, wo du sagst. Mhm. Aber du, dagegen getan hat ja niemand was, oder? Doch, doch. Die badische Regierung, die hat schon versucht, durch solche Fördermaßnahmen do für die Landwirtschaft, den Handel und das Gewerbe do unser Armutsproblem so in den Griff zu kriegen. Du sagst was. Ja. Weil die Stadt Eberbach, die hat 1850 den Bürgern sogar Geld gezahlt, wenn sie ausgewandert sind, ja, zum Beispiel nach Amerika oder so. Stell dir das mal vor. Ah ja, ich weiß. Und dann haben wir ja noch das Problem, dass wir haben ja nicht einmal eine einheitliche Währung. Stopp. Dafür gibt es ja den neu gegründeten Zollverein jetzt. Ja, 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 der unterstützt den Handel auch schon. Und wir haben jetzt feste Wechselkurse. Aber Stefan, Banke gibt es viel zu wenig. Du sprichst was an. Ich weiß. Weil wo sollen sich die Landbevölkerung, ja, so wie du, Bauernfrau, sich Geld herleihe, ne, wenn sie es nicht von der Pfandleierer oder von der Wucherer nimmt. Weil vom Adel oder der Mittelschicht, da kannst du nichts erwarten, aber wirklich nichts. Und dann geht's mir vielleicht so, wie es dem Gustl mal eines Tages gegangen ist, weißt? Der hat nämlich seine hohe Zinsen nicht mehr zahlen können und dann haben sie den Hof weggenommen. Dem sei ganzes Hab und Gut alles weg. Ja, stell dir das vor, alles weg, alles weg. Da können wir echt vom Glück schwätzen, dass mir den Weinhändler Theodor frei habe, weil der hat ja immerhin in der Eberbacher Familie eingeheiert. Das kannst du laut sagen, Stefan. Der hat die Eberbacher Gewerbetreibende ganz schön auf Trab gebracht. Ja, aber die meisten Eberbacher Handwerker, ja, die halten an ihre Traditionen fest, auch wenn es das Zunftrecht seit 3 Jahren gar nicht mehr gibt. Und genau deshalb ist von wirtschaftlicher Aufbruchstimmung und Wohlstand Eberbach nichts zu spüren.
Aber dieser Theodor Frey, Stefan, der lässt sich durch nichts beirren. Der ist nämlich ganz begeistert von der genossenschaftlichen Idee Freiwilligkeit, Selbsthilfe und Solidarität. Du, der mit seiner Weitsicht, der reißt alle mit. Mich auch. Denn ich bin überzeugt, dass der heutige Tag, ach, was sage ich dann, das ganze Jahr 1865, das wird in die Geschichte unserer Region eingehen. Das kann ich mal glauben. Also Anna, da muss ich dir jetzt recht geben. Was hast du gesagt? 56 ja, Bürger wollen gleich beitreten dem Vorschussverein. Ja. Dann bin ich jetzt der 57. der beitritt. Ja, sehr gut, Stefan, sehr gut. Und jetzt gucken wir zweimal, wie das Ganze sich weiterentwickelt. Ja. Aber vorher hilfst du mir noch ein paar Plakate aufzuhängen, gell? Natürlich helfe ich dir, komm. Danke. Doch okay, so ist also die Volksbank Neckartal entstanden. Ah ja, nicht so ganz. Weil in den letzten 150 Jahren ist die Volksbank natürlich durch Fusionen von vorher selbstständigen Genossenschaften natürlich erst zu dem heutigen Volksbank geworden. Ja, das stimmt auch schon recht. Und wenn man sich mal überlegt, was so die letzten 150 Jahre so alles passiert ist? Ah ja, zum Beispiel die ganze Eisenbahnstrecke, die sind erst in den letzten 150 Jahren gebaut worden. Und das hat so manchem Schiefer das Leben schwer gemacht, weil die waren ja ursprünglich für den überwiegenden Warentransport auf den Neckar und so weiter zuständig. Also, schon Wahnsinn. Man denkt eigentlich, das ist alles schon ewig und dabei ist das noch gar nicht so lange her. Stimmt, stimmt, stimmt. Du, aber bei anderer Sache, da hätte ich nicht gedacht, dass es die schon so lange gibt, wie zum Beispiel der Kaiserschnitt. Der Kaiserschnitt? Ja, der Kaiserschnitt. Jetzt pass auf. Der erste konservativ-klassisch durchgeführte Kaiserschnitt, den hat der Professor Kehrer 1881 bei einer Meckesheimerin in deren Wohnzimmer durchgeführt. Aha. In deren Wohnzimmer. Wohnzimmer. Ja, der hat das Wohnzimmer kurzerhand in den Operationssaal umgebaut. Und dann ist es losgegangen. Wahnsinn. In Meckesheim, ne? In Meckesheim. Ja. Und hast du gewusst, dass die erste automatische Maus- und Rattenfalle in Helmst erfunden worden ist? In Helmst? Hier im Helmst? Hier in Helmstadt bei uns? Ja. Ja. Nee. Der Hauptlehrer Kling hat 1905 die erste automatische Maus- und Rattenfalle konstruiert und anschließend die Lizenz für 40.000 Mark in bar und 10% Stücklizenz an die Fabrik verkauft. Bei uns? Wenn man das so hört, gell, das ist irgendwie unglaublich, was so alles bei uns in der Region passiert, von dem wir eigentlich gar nicht so richtig was wissen. Tja, oder andere Sache, von denen die ganze Welt spricht, ne? Ja, zum Beispiel, bahnbrechend, 1907, der Fund vom Homo heidelbergensis durch den Daniel Hartmann in Mauer im Stäbbruch. Und weißt du was? Abends sollte er an den Stammtisch gegangen sein und gesagt haben, heute hab ich den Adam gefunden. Ja, die Eva suche sie heute noch in Mauer, das macht die nächste. Ja, aber du, was ganz anderes, letztens habe ich wieder Fernsehen geguckt, hey, da kommt dir so viel Zeug, aber da habe ich wieder Dokumentation über die Titanic gesehen. Ach, das ist zwar jetzt nicht direkt bei uns in der Region passiert, das stimmt schon, aber es wundert mich doch immer wieder, wie so ein großes Schiff Eva so hat untergehen können. Gut, es ist mit dem Eisberg kollidiert, klar, aber trotzdem, oder? Tja, aber die sprichwörtliche Spitze des Eisbergs, das war nicht 1912, sondern an 1945, als die Volksbank in Neckargemünd bei der Sparkasse eingezogen ist. Oho. Ach Gott, ist die Kiste so schwer. Ach Gott, Christel, halt an. Ach Gott, mein Kreuz. Ach Gottes Wille. Ach Gott, ist die Kiste so schwer. Ich muss mir erst mal ausruhen. Ach Gott, schwitzig. Dass aber auch ausgerechnet an Ostern unsere Volksbank in Neckargemünd abbrennen muss.
Du hast recht. Aber durch die vielen Tieflieger-Angriffe in letzter Zeit konnte Meier schon lange nicht mehr richtig schaffen. Du hast recht. Ich hab's letzte Woche gerade noch geschafft, mein Kass abzuschließen und runter in den Tresor zu rennen. Ich bin gleich im Keller geblieben und hab dort mein Ablage gemacht. Alles andere hätte keinen Wert gehabt. Aber wer hätten das gedacht, dass wir Volksbanker dort drüben bei der Sparkasse einziehen müssen? Ja, aber ist ganz schön nett vom Sparkassedirektor, dass wir da bei dem unterkommen dürfen, gell? Das stimmt. Dort kriegen wir zwei Schließfächer, die können wir als Tresor benutzen. Richtig. Und die ganzen Bücher da packen wir in die Kiste rein und hängen ein Schloss vorne dran. Du, Christel, ich hoffe bloß, dass das nicht allzu lang dauert mit dem Notquartier. Mir hat doch jemand erzählt, dass unsere Volksbank bis September 45 wieder so hergerichtet sein soll, dass wir wieder ein Draht einziehen können. Ja, das wäre ja gut. Ach Gott, mir ist ins Kreuz gefahren. Ach Gottes Wille. Ich als Banker bin das nicht gewohnt. Jetzt stell dich doch nicht so an. Überleg da mal, das Ganze wäre uns damals 1923 während der Wirtschaftskrise passiert. Da ist das Geld von Tag zu Tag weniger wert geworden und mir hätte kistenweise Geld umziehen müssen. Ach Gott, heia, da sind ja die Leute zum Einkaufen sozusagen mit dem Koffer voller Geld gegangen. Ah ja, wundert's dich, wenn ein Pfund Brot 260 Milliarden und ein Ei 2 Milliarden Mark kostet? Habe ich das richtig verstanden? Für euer Brot 260 Milliarden Mark? Hast richtig gehört. Warte mal, ich hab da vor kurzem noch ein paar alte Banknoten gefunden. Zeige mal her. So, so haben wir die da damals ausgesehen. Ach Gott. Ach Gott, guck da das an. Notgeld. Was ist Notgeld? Das habe ich ja noch nie gehört. Ja, das haben dort damals die Städte und die Gemeinde und auch manche Banken selber gedruckt. So, so, das ist ja interessant. Ja, auch wenn sie es nicht immer so durfte, gell? Ah. Das Problem war halt, dass Dottemuls dann durch die Inflation die ganze Leid ihre Ersparnisse verloren habe. Und die Banken ihr Eigenkapital. Aber dann, durch die Währungsreform Ende 1923, kam dann die Entlastung. Ah ja. Du, Christel, lass uns zusammenpacken, jetzt haben wir genug geschwätzt. Kannst du wieder, Gisela? Ja, komm, bei drei. Eins, zwei, drei. Oh. Ach Gott, ist die Kiste schwer. Aller Latze, das war ganz schön schlimm damals. Ja, wenn du jetzt aber überlegst, du brauchst gar nicht bis 1923 zurückgehen, ne? Was meinst du? Ah ja, jetzt nach dem Zweiten Weltkrieg, ne? Da war zwar die Inflation nicht ganz so dramatisch, aber es hat ja fast nichts gegeben. Ah, stimmt, stimmt, stimmt. Du, ich habe gehört, da haben die Leute sogar mit Zigaretten bezahlt. Ah ja, Zigarettenwährung hat man damals gesagt und der Schwarzmarkt und der Tauschhandel, die haben geblüht. Also ein Kilo Butter, was so im Lade 4 Mark gekostet hätte, wenn es welche gegeben hätte, hat auf dem Schwarzmarkt schon mal zwischen 350 und 500 Mark gekostet. Und für ein Kilo Zucker haben die Leute bis zu 180 Mark bezahlt. Das war echt schlimm damals. Ja. Ja, das ist in der Tat schlimm. Das kannst du dir heute gar nicht mal richtig vorstellen, wie das damals war. Nee, nee. Da sollten wir alle froh sein, dass das heute besser ist. Ja. Aber dafür haben wir natürlich in den letzten Jahrzehnten als immer mit den Wetterkapriolen so arg zu kämpfen gehabt. Du hast recht. Ja? Du hast recht. Jetzt, du siehst jetzt was. Ich war letztens bei meiner Oma, die hat mir was erzählt vom Winter 62-63. Mhm. Der Winter 1962-63, der war so kalt, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von der Volksbank in Eberbach mit ihren Handschuhen und mit ihrer dicken Winterjacke am Arbeitsplatz gesessen sind. Da hat es in manchen Räumlichkeiten gerade mal 40 Grad gehabt. Tja. Und warum haben die nicht geheizt? Mit was hätte sie dann heizen sollen? Mit ihrem Geld oder was? Ja, das hat ja nichts zum Heizen gegeben. Also der Brennstoff, der war stark reglementiert. Das ging nicht so einfach. Die elektrischen Heizlüfter, wenn es welche gegeben hat, waren alle vergriffen. Auf Deutsch, die konnten nur morgens zwischen 5 und 8 Uhr heizen. Und danach dann halt nimmer, ne?
Froschbitten dabei. Aber sag mal, gedenke dir noch die Hochwasser 1993 und 94? Ja, die gedenke mir noch, Da war ja mehr oder weniger so die ganze Region davon betroffen. Ne? Ja, da ist manch eben buchstäblich sei Hab und Gut davor geschwommen. Mhm. Ne? Aber anschließend sind die Banker unter die Geldwäscher gegangen. Was? Ha, ja. Die Banker? Die Banker. Unter die Geldwäscher. Nicht das Blut schmeißt mal erzählen. Nicht, was du denkst mit Schweiz und Luxemburg und Gott sei Dank. Dann ist das ganze Wasser und der Schlamm natürlich auch in die Keller und die Tresore reingelaufen. Ne? Und das verschlammte Geld konnte sie nicht mehr rausgeben. Also was haben sie gemacht? Persil, 30 Grad. Das ganze Geld gewäsche, okay. Wäscheleine gespannt, Geldschei aufgehängt oder zum Trocknen ausgelegt und dann ging es weiter. So was. Eidausche kennen wieder, ne? So was. Ja? Ja, ja, das ist ein Wahnsinn, ne? Ja, das kannst du, das ist also, wenn du das so überlegst. Aber da sind ja jetzt auch in der Region auch so relativ viele. Ne? Rege Rückhaltebecken gebaut worden, also ich glaube, das droht uns jetzt hoffentlich Hoffen wir es, dass das nicht mehr uns droht. Nee. Aber Heusch, kannst du dich noch an die Hysterie um die Jahrtausendwende erinnern? Oh, liebe Leid. Da haben ja manche sind ja da völlig durchgedreht. Ja. Da haben manche gedacht, die Welt geht unter. Die Welt geht unter. Und was passiert? Nix. Fast nix. Alles gut gegangen. Alles nochmal gut gegangen, ne? Von wegen alles gut gegangen, gar nichts ist gut gegangen. Kurz danach kam nämlich der Euro. Und ist da alles gut? Ah ja, jetzt kommst du mit dem Euro. Ach so, schlecht. Das kann ich gar nicht vergleichen. So schlecht, wie manche den Euro machen, ist der jetzt auch wieder nicht. Also, ganz ehrlich, wir können froh sein, dass wir im Hier und Jetzt leben. Ja, ja, du hast ja schon recht, Wenn man sich mal überlegt, was so die letzten Jahrzehnte alles für Krisen waren und natürlich die zwei Weltkriege, das stimmt schon. Wir müssen jeden Tag eigentlich dankbar dafür sein, wie gut es uns geht. Ja, das stimmt. Du, es wird langsam spät. Ich glaube, da kommt noch ein bisschen was. Da, halt. Oh, jetzt fällt man noch ins Ei. Immer wenn ich schlafe, fällt man noch was ein. Ich müsste öfter laufen. Du, eins fällt man noch ein. Ja. Eins muss ich jetzt noch loswerden. Was einer allein nicht schafft, das vermögen viele. Und da hast du nicht ganz unrecht, wenn du sagst, dass dieses genossenschaftliche Grundprinzip heute noch so aktuell ist wie damals. Genau, so ist es. Und wenn ich mir jetzt noch überlege, wie die Volksbank Neckartal ihr Jubiläum feiert, nämlich mit Veranstaltungen, große Veranstaltungen, Jubiläumsveranstaltungen oder auf der Filiale vor Ort draußen, Mitarbeiter, Kunde, alle mit eingebunden, weißt, dann mache die auch das, was sie nämlich immer predigen und sagen, nämlich direkt beim Kunde sei. Und manchmal, wenn ich so in meinem stillen Kämmerlein sitze, dann denke ich mir, eigentlich ist doch das eher eine Direktbank, oder? Genau so ist es. Ich glaube, du hast es jetzt endlich akkabiert. Gott sei Dank, Gott sei Dank. Also, Frank, Heusch, mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Also, ich muss dir sagen, was? Die Volksbank, da fühle ich mich einfach immer zufrieden und als Kunde immer sehr wohl. Hast du recht, da geht es mir genauso wie dir. Gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.